Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Guter Mann, es bedarf neuer Hufeisen für mein Pferd. Aber flott. Prinz so Anse ist. Witcher 3, Blood and Wine, wir. Langlebig und bloß. Hallo. Pro Stück. Ich zahle das Doppelte, wenn Sie. Ist das nicht da? Ach nee, Quatsch. Ich dachte, das wäre hier der Rüstungstyp, aber da ist er hier. Ich bin auch blöd. Ich biete verchromte, gravierte und kanellierte Rüstungen feil. Was das Herz begehrt. Ich nehme alles. Zeig mir, was du auf Lager hast. Werden schon ein paar Sachen besser sein, aber wie gesagt, brauche ich mir nicht kaufen, finde ich lieber. Ach, das ist für ein Scheuklappen für Rittertugenden. Ach, das ist fürs Pferd, krass. So, Rüstungsreparaturset. Haben wir 8, brauchen wir nicht. Strungener Staub. Alter, Strungenen Staub haben sie alle, aber die haben nicht dieses verdammte Vitriol. Ich kotze. Das war's schon. Diesmal natürlich 50, ich weiß, brauch Kohle. Du bist beschäftigt, aber wollen wir trotz. Ja, wir spielen mit Skellige Deck, das macht Sinn. Der gegnerische Anführer hebt die Fähigkeit des Anführers auf, das ist doch egal. Haben beide halt keine, na und? Bamba, so ein Spion haben wir schon mal. Ansonsten haben wir fast nur Helden. Boah, was will ich denn da weglegen? Ich glaube den hier. Wiederbeleben. Wir können aber nur eine Karte wiederbeleben. Das ist der hier. Also der Schütze da. Deswegen nehmen wir mal was anderes dafür. Ich fange also an. Ja, dann fangen wir mal damit an. Vielleicht gibt er ja auch direkt ab. Ach, keine Finte fällt mir gerade auf. Ach, der verdoppelt. Der verschwendet direkt sein Horn. Wie doof ist das denn? Ja, ich könnte jetzt Verbrenner spielen, da würde ich eine 18er Einheit platt machen, aber ich glaube, das hebe ich mir dann einfach für die nächsten Runden auf, oder? Gerade weil wir auch noch den Drache haben, haben wir quasi zweimal verbrennen und wir haben ja selber bloß Helden, also fast nur Helden, deswegen können wir uns schlecht selber verbrennen. Oder nur schwer. Ach stimmt, wir hatten doch auch so einen neuen Kaiser bekommen als Karte, fällt mir gerade so ein. So, er hat leider auch den Spion. Wir können ihn leider nicht auf die Hand geben. Das ist richtig blöd. Vielleicht gibt er ja zeitig ab, wenn wir jetzt mal so eine richtig fette raus haben hier. 24:0, come on. Ja, leider nicht. Wir müssen die Runde ja gewinnen. Wir haben eigentlich auch noch genügend geiles Zeug. Ich hoffe, er spielt noch eine 10er Einheit aus, damit wir 2 verbrennen können. Ne, leider nicht. Ja, dann spiele ich jetzt erstmal Verbrennen aus. Sicherheitshalber. Gibt immer noch nicht ab. Ach, er holt sich direkt wieder, okay. Wir brauchen dann auch für die letzte Runde was Starkes im Friedhof. Ach nee, wir können uns dann auch einen Spion wiederholen. Aber ist egal, wir holen jetzt trotzdem den hier raus. Können halt leider nicht abgeben, solange wieder Kollege weiter spielt. Das ist halt der Nachteil, wenn man die erste Runde verliert. Ah, sehr gut. Oh, da rechne ich mir eigentlich ganz gute Chancen aus. Wir können jetzt auch einen Spion wiederholen. Wir können sogar mehrere Spione wiederholen. Hallo, ich pass auf. Also. Ich meine, es sind halt die blöden Spione, die dem Gegner 9 Angriffskraft geben, aber ich denke, wenn wir 2 Karten dafür ziehen, das ist meistens mehr als 9 Angriffskraft wert. Was ziehen wir denn? Eine Finte und 6 Angriffskraft. Das hat sich nicht so ganz gelohnt. Aber egal, wir machen weiter. Zumal wir dann die 2 Typen auch verbrennen können, fällt mir gerade ein. Ah, Todeskombo, Moment. Todeskombo, ich hoffe mal, er legt jetzt nichts Stärkeres hin, weil dann können wir nämlich die 2 Neuner kaputt machen. Und diesmal haben wir wieder eine Finte gezogen und 7 Angriffskraft, gar nicht gut.
Ah, okay, das macht nichts. Da können wir immer noch die zwei Neuner zerstören. Sehr gut. Ja. Könnte sein, dass er sich das wiederholt. Wäre aber auch nicht schlimm, weil dann wären die auf unserer Seite und wir könnten unsere Finte verwenden. Was haben wir denn noch so im Friedhof? Nichts, was wir wiederbeleben können, ne? Doch, den hier können wir noch wiederbeleben. Sehr gut. Nur mal Yennefer aus. Aber leider war es das schon mit dem Wiederbeleben. Aber ich bin eigentlich froh und mutig, dass wir trotzdem noch gewinnen. Wobei halt echt drei Karten uns nichts bringen wahrscheinlich. Das ist scheiße. Sei denn, er spielt jetzt noch fette Nahkämpfer aus. 7-7, wir würden also... Ne, ich würde sogar mehr verlieren als er, weil er 2x1 hat, nicht 1x1. Wir können halt mit Finte Zeit gewinnen. Ah, langsam wird interessant, okay. Jetzt hat er 9, die auf 3 fallen. Und ich habe 7, die auf 1 fallen, okay. Wir kaufen uns mal weiter Zeit, bevor wir klirrende Kälte ausspielen. Er hat ja auch noch 2 Karten. Sollte reichen, sollte reichen. Jetzt gehen die ja auch auf... Gehen die jetzt auf 2 oder auf 1? Ich glaube auf 2, ne? Genau, aber trotzdem sollte das reichen, hoffe ich. Ach scheiße, ich hätte ja Verbrennen nochmal ausspielen können. Na, ist egal, wir haben eh gewonnen, aber wir können ihn auch so, also wir hätten, na ist egal. Wir haben gewonnen, das ist alles, was zählt. Hallo, Meister Hexer, hier drüben. Skellige Sturm macht, die Karten brauche ich mir auch nicht anschauen, aber ich will wissen, was für ein Chef ich bekommen habe. Ziehe eine Karte vom Ablagestapel des Gegners. Weiße Flamme. Das Schwert ist nur eines der vielen Werkzeuge eines Herrschers. Lass die Anführerfähigkeit eines Gegners. Ja, das ist Rotz. Der Unbarmherzige. Man nennt mich nicht den Geduldigen, aber dich bald den Kopflosen. Hatte ich nicht eine neue Karte gezogen oder ist das die neue? Das könnte auch sein. Kaiserliche Majestät. Der Himmel weint, als meine Pavetta starb und mich wird er nicht weinen. Durchsuche deine Nachtigstapel nach strömender Regen. Ach, Rotz. Ja, genau. Nee, nee. Die wir haben, ist schon am besten zurzeit. Müsste hier nicht noch so ein Wetzstein sein? Ein tapferes Herz meistert alles. Hammer, Amboss! Bums, aus. Bums. Musik in den Ohren eines Schmieds. Es nicht geben. Es kommt nicht in Formationen für Turnierteilnehmer. Sehr geehrte Quintliebhaber, erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Graf Monnier, Organisator des... Das haben wir ja schon gehabt. Okay, waren hier nicht noch mehr Sachen? Hier war, glaube ich, noch ein Schneider und eine Taverne. Dann klappern wir die Sachen erst ab, bevor wir uns dem Hauptquest wieder zuwenden. Turniergelände, ah. Tradition ist in Toussaint heilig. Das schöne Herzogtum pflegt viele Traditionen, von denen die berühmteste wohl die spektakulären Ritterturniere sind, die bei jeder größeren festlichen Gelegenheit ausgerichtet werden. Sie sind nicht nur in Nilfgaard, sondern auch im Norden berühmt und hoch angesehen. Daher reisen buchstäblich aus der ganzen Welt Ritter an, um gegen die Blüte der Ritterschaft von Toussaint anzutreten und Ruhm und Ehre zu erlangen. Fällt mir gerade ein, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich auf die Weltkarte springe? Wie ging das nochmal? Leertaste, da steht's ja. Ich will nur wissen, wo das liegt, dieses Herzogtum Toussaint liegt hier, okay. Hier scheint's weiter zu gehen, keine Ahnung wohin. Aber der Rest ist ziemlich krass von Bergen abgeschnitten, von ziemlich krass großen Bergen auf jeden Fall. Frage ich, was das hier noch für ein Königreich ist. Okay. Da würde ich jetzt aber erstmal zurückreisen zum Basilisken, damit ich nicht vergesse, gegen den Wirt da zu spielen. Weil eigentlich hätte er ja der erste Quint-Gegner werden sollen, aber ich war so blöd und hab's vergessen. Der Herrin soll einen Mörder aus dem Mausenkindloch haben, der sich um das Biest kümmert. Sind unsere Männer denn nicht tapfer genug? Natürlich sind sie. So.
Rezept für Langustensuppe. Langusten aus den Panzern befreien, anschließend Köpfe, Zangen und Schwänze entfernen, diese mit dem Mörser zerstoßen. Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne mit etwas Thymian in Butter anbraten, bis sie glasig sind. Langustenfleisch zugeben und braten, mit einem guten Muskadet ablöschen und Bouillon zu geben. Inhalt der Pfanne gründlich berühren, in einen Schmortopf umfüllen, Dill dazugeben und köcheln lassen. Die Suppe anschließend mit einem halben Quart Sahne und einem Esslöffel Butter andicken. Für den Geschmack wilde Kräuter und ausreichend Dill hinzufügen. Selbst ein ganzer Bund ist nicht zu viel. Okay. Tja. Ich könnte. Was? Zeig mal, was du hast. Hä? Das haben wir doch alles schon gehabt. Habe ich denn da vergessen, danach zu speichern oder was? Krass, wir haben die Sachen auch nicht gekauft. Hä? Das war jetzt wahrscheinlich auch der neue Fan-Em hier irgendwie. Wenn ich mich recht entsinne. Was ist denn hier los? Gib das. Danke. Da ist er, der Neue. Kaiser von Nilfgaard, deine Motive interessieren mich nicht, nur Ergebnisse. Schau dir 3 zufällig gewählte Karten aus der Hand deines Gegners an. Rotz. Ich bring mir zu wissen, was der hat. Ich kann ja nichts dagegen machen. Ich kann mich halt vorbereiten, aber egal. Das wollte ich nicht anklicken. Ich wollte Quint spielen. 50 natürlich. Ich komme wohl nicht. Was? Der hat keinen Chef? Ach Quatsch, der Chef ist hier oben. Oh, was ist denn gerade los mit mir? Alter, bin ich peinlich. Bitte guckt euch die Folge nicht weiter an. Danke. Skellige, Skellige, Skellige. Da kann klirrende Kälte was bringen. Da kann strömender Regen, glaube ich, nichts bringen. Ich glaube, das haben die nicht. Wenigstens mal wieder 2 Spione, sehr schön. Ach, aber ich glaube, der Gegner hat keine Spione, die ich mir mit... Na, ist egal. Spiel ruhig ein paar Karten weg, das ist schön. Ich habe lange nicht mehr diesen... Helden... Spion gehabt. Habe ich den hier überhaupt im Deck drin? Ist doch eigentlich na, wie sagt man? Fraktionsloser. So, jetzt haben wir eigentlich alle Spione ausgespielt und können die erste Runde abgeben, damit ich hier nicht versuchen muss, über die 15 drüber zu kommen. Wobei mir gerade einfällt, wir brauchen ja was Starkes im Friedhof. Wenigstens ein was. Soll er ruhig noch irgendwelchen Mist ausspielen? Aus. Ich überlege, ob ich noch was Starkes in den Friedhof packe. Wir haben halt echt viele Heilungskarten. Ja, warum nicht? Dann reduzieren wir seine Anzahl an Karten. Das ist gut. Mein Gegner passt! Oh! Jetzt muss ich ja echt noch überlegen, ob ich versuche, das hier zu gewinnen. Ich meine, verbrennen und wir haben gewonnen, ne? Die erste Runde. Wenn er mir so einfach macht, sorry, aber dann gewinne ich einfach die ersten beiden Runden. Also das war das eigentlich unmöglich für den Gegner zu gewinnen. Wir können uns die ganzen geilen Scheiß wiederholen, wir haben noch klirrende Kälte. Wir haben deutlich mehr Karten als der Gegner. Fällt mir gerade ein, ich sollte vielleicht meine Fähigkeit einsetzen, bevor der wieder irgendwelchen geilen Rotz sich wiederholt. Zum Beispiel die Spione. Oh nein, mein Spion! Aber jetzt kann ich ihn ja wiederholen. Haha. Aber ich spiele die erstmal gar nicht aus, weil ich glaube, ich gewinne auch so. Ach so, ja, jetzt kann ich mir einen Spion wiederholen. Oder ich habe auch noch die anderen Sachen, da kann ich mir auch den Spion wiederholen. Wie gesagt, ich will ihm erstmal keine Angriffskraft geben, keine extra. Ja, von mir aus soll er das machen. Ich habe. Wie gesagt, alleine durch die ganzen Spione, die ich habe, habe ich so viel Kartenmacht, dass der auf jeden Fall verlieren wird. Aber mal gucken, ob wir die überhaupt brauchen. Bisher sieht's gut aus. Eugier von Everbeck! Krass!
Olgierd von Everreck. Immer. Wieso ist denn. Ach, da ist bestimmt fraktionslos. Immerhin weißt du jetzt, dass ich nicht so schnell den Kopf verliere. Moralschub verstärkt alle Einheiten. Hallo, der Typ war unsterblich. Da hatten wir uns eine 6er Einheit. Was ist denn da los? Hätte ich aber stärker vorgestellt. Vor allem, dass ich gedacht, dass das ein Held ist. Auch wenn es mehr so ein Anti-Held war. Berserker. Ja, ich muss ja die Karten ausspielen, aber ich bräuchte es wahrscheinlich nicht. Toll, bringt gar nichts. Okay, bringt doch was. Rittersporn. Ich habe sie einmal im Leben kämpfen sehen und das hat gereicht. Transformierter Wildkarl. So, er hat noch eine einzige Karte. Wir helfen ihm mal. Hä, was hat er jetzt damit gemacht? Was war der Effekt? Alle Karten aus dem Friedhof der jeweiligen Spieler gehen in ihre Kartenzentren zurück. Hey, das ist aber gemein. Ich weiß gar nicht, warum ich die Karte noch ausgespielt habe. Wir haben ja eh gewonnen. Ach nee, er hat noch eine Karte. Fuck, ist auch noch ein Spion. Und ich kann meinen Spion nicht holen, fällt mir gerade so auf. Ups. So, was holen wir uns denn jetzt wieder? Wir haben ja leider nichts mehr am Friedhof, ne? Nehmen wir mal eine Nuller-Einheit, das soll ja nichts verlieren. Ah, der gewinnt trotzdem. War auch nicht anders zu erwarten. Dün, dün. Unser Papier ist so krank geworden, dass sein Arzt. Schildmaid des Clans Drummond, okay. Das Ding können wir entfernen. Nicht mal ein Glas Wein zum Essen. Nur Wasser. Wie ein Tier. Wer zum Teufel weiß das schon? War es wirklich nötig, einen Hexer zu holen? Wozu haben wir eigentlich Hexer? Die gnädige Herrin soll einen Hexer oder nicht? Dann kehren wir mal zurück an unseren Turnierschauplatz. Leider werden wir wohl immer noch nicht mit dem Hauptquest fortfahren, weil wir jetzt erstmal mit dem Schneider und dann mit dem Schank wird da reden, aber in der nächsten Folge sollte es dann mit dem Hauptquest weitergehen. Ach nee, das ist ein Barbier, das ist ja auch kein Schneider. Ich brauche ein bisschen Pflege. Aber soweit ich weiß, gab es ja nichts, worauf ich Bock hatte. Ach, Quinn spielt da auch. Meine Haar ist zerzaust. Mal gucken, was da passiert. Los unter dem Kopf zusammengebunden, rasierter Kopf und Pferdeschwanz. Lang und offen. Nee, das ist alles Rotz. So gefällt mir einfach am besten. Quint, vielleicht könnten wir eine Partie spielen? Hauptsache, er hat sich dafür erstmal ausgezogen und jetzt eine Runde Quint. Anti-Schuppenbehandlung. Mein Gegnerbeginn. Spielen die alle dieses Skelliger-Deck oder was? Gutes Wetter. Bisher habe ich ein einziges Mal bei den Skelligern Wetter gehabt. Das heißt, gutes Wetter können wir, glaube ich, weglegen. Spione sind schon mal sehr gut. Sechser Einheit. Oh, zwei Hörner bringen jetzt gar nicht mal so viel, aber egal. Eins hätte gereicht. Dann will ich dir mal helfen, mein Freund, dass du die erste Runde auch gewinnst. Naja, mach nur. Na, dann will ich dir mal helfen, dass du die erste Runde auch gewinnst. Schildmaid. So, wir brauchen wieder eine starke Einheit im Friedhof. Mindestens eine. Eigentlich fast schon zwei, ne? Na, ich glaube, ich spiele mal zwei, aber das soll ruhig hier alles raushauen. So ein Trottel, ey.
macht er mich ja echt einfach, weil er hat ja keine Karten mehr dann. Vielleicht hat er noch einen Spion auf der Hinterhand. Haha, anscheinend hat er kein Spion, sehr geil. Mein Gegner passt! Oh, ist das lustig. Dann können wir so eine kleine Einheit raushauen. Vesemir hat alleine gewonnen. Woohoo! So, die kommen wieder. Sieht da irgendwie einen Effekt. Ist mir auch egal. Aufpassen, verbrennen rechtzeitig ausspielen. Ich sag's nochmal gerne laut, damit ich es nicht vergesse. Ceres, okay. Achte Einheit bisher. Gehen auf 24. Und dann brauchen wir jetzt keine Sorgen mal wegen Verbrennen machen. Ich glaube aber, es kommt jetzt nichts Krasseres. Also, es kommt jetzt nichts, was ebenfalls auf 24 geht, oder? Aber ich glaube, es gibt auch nichts, was die schützt. Deswegen spiele ich jetzt trotzdem meine Einheit aus. Also hebe mir Verbrennen halt auf. Um zu gucken, was er noch so ausspielt. Oh, scheiße. Ich habe wieder nicht daran gedacht, dass ich erst meine Sachen wiederbelebe. Und, dann den armen Mist mach, weil er kann ja meinen Friedhof vernichten. Toll. Aber egal, wir gewinnen trotzdem. Weil wir die 24er alle kaputt machen. Oder wir verlieren. Oh oh. Ich glaube, wir verlieren, weil ich halt diesen scheiß Fehler gemacht habe. Na, ich verbrenne es jetzt erstmal. Bitte hab nichts Krasses mehr, bitte hab nichts Krasses mehr. Oh. Oh oh, bitte hab nichts Krasses mehr, bitte hab nichts Krasses mehr. Oh, scheiße. Wir verlieren. Oh. Das ist bitter. Hätte ich einfach nur die Wiederbelebung eher ausgespielt, hätte ich gewonnen. Scheiße! Ach, ist das peinlich. Fuck. Komm, das machen wir jetzt noch schnell. Ich will nicht beim nächsten Mal nochmal gegen den spielen müssen. Fuck, ich Idiot. Ach, weil ich nicht dran gedacht habe. Okay, daran muss ich denken. Zuerst die Wiederbelebung ausspielen. Zuerst die Wiederbelebung ausspielen. Fuck, ey. Strömender Regen, gutes Wetter. Brauchen wir eigentlich nicht. Oh, ich bin so dumm, ey. Strömender Regen, der hat eigentlich auch immer wenig. Der hat eigentlich viel Nahkampf. Ach, bin ich blöd, ey. Das nervt mich gerade. Aber egal, nochmal, was hilft mir der Fehler? Nicht. Mein Gegner gibt auf, dann wäre es aber ziemlich fahrlässig von mir jetzt nicht zu versuchen, die Runde einfach zu gewinnen. Deswegen... Soll ich den 10er ausspielen? Oder 5 und 6? Ne, dann machen wir den 10er. Da hat er nämlich auch noch nichts weiter, was er ins Deck wieder zurückpacken kann. Und wir können jetzt direkt das hier ausspielen, um uns das zu holen. Ja. Dann kann er ja jetzt eigentlich auch die zweite Runde gewinnen. Da spiele ich jetzt meine drei Spione aus und dann in der dritten Runde geht's rund. Oh, endlich habe ich ihn mal. Den können wir eigentlich sogar noch für die letzte Runde aufheben, weil da gibt dem Gegner ja keine Angriffskraft. Also wenn er das jetzt wieder irgendwie gewinnt in der letzten Runde, dann weiß ich auch nicht. So, und jetzt geben wir ab, oder? Haben wir was vergessen? Nö, ne? Ach so, ja, wir können ja jetzt quasi gar nichts wiederbeleben. Wenigstens eine Karte zum Wiederbeleben muss, glaube ich, muss ich mir schon reinpacken. So.
Mal gucken, wenn er jetzt natürlich direkt seine Fähigkeit ausspielt, dann habe ich natürlich ein Problem. Macht er nicht. Sehr gut. So, diesmal vergesse ich es nicht. Jetzt bin ich ja mal gespannt, aber es sollte eigentlich nichts mehr anbrennen. Noch zwei Karten nachziehen. Können uns zur Not sogar den Spieler nochmal auf die Hand geben. Olgiert, okay. Und, Jennifer. Kann ruhig mal ein bisschen Nahkampf ausspielen. Ich meine, wir haben jetzt noch Verbrennen, aber wir haben halt die 10er-Einheit schon ausgespielt. Das war vielleicht nicht so schlau, aber wir mussten die ja ausspielen, weil wir die ja wiederbelebt haben. Hier könnten wir jetzt die 4er-Einheit vernichten, aber eigentlich gerade noch gar nicht. Aber wir haben so viele Karten, wir müssten es einfach gewinnen. Ah, holt sich noch ein Spion, aber das bringt mir erstmal Angriffskraft. Und wie gesagt, wir könnten zur Not beide Spione uns auf die Hand geben. Komm, mach irgendwas, dass ich Verbrennen ausspielen kann. 12, jetzt kann ich Verbrennen ausspielen, das ist schon mal gut. Mach's gut! Oh, aber jetzt kann ich die wiederbeleben, das ist auch nicht schlecht. Wenn ich will. Ich könnte jetzt die 7er-Einheit vernichten. Ich warte aber mal noch. Ach, er hat wirklich noch ein paar Sachen. Hätte ich nicht gedacht, aber egal. Macht es auf unsere Seite. Das Ding nochmal. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber egal, da können wir jetzt zweimal oder wir holen uns den Siemer-Spion wieder und dann können wir 3 Siemer kaputt machen. Na, so mache ich's. Ich hoffe, er spielt jetzt keine stärkere Einheit aus. Naja, kann er machen, jetzt stürzt mich nicht. Jetzt kann man nämlich 3 Siemer-Einheiten vernichten. Das war eine gute Kombo. Das war eine gute Kombo. Schön, dass ich dran gedacht habe. So, Cirilla möchte auch noch. Na komm, geben wir ihm einfach jetzt schon den Todesstoß. Was ist mehr? 10, 16, 22, 25, 4, 10, ja, das ist mehr. Geht nochmal auf 18, 109. Herzlichen Glückwunsch. Ich meine, wir hätten noch sehr viel in der Hinterhand, aber der 10 erreicht. Aber schönes Spiel, hat mir gefallen. So, was bekommen wir? Ich meine, ja klar, es ist immer irgendeine skellige Karte, die ich eh nicht brauche. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Und dann geht's weiter mit dem Schankwirt und danach dann wahrscheinlich endlich mit dem Hauptquest. Tschö, tschö.